Grüß Gott alle zusammen. Mein Name ist Benedikt. Ich trage diesen Namen, seitdem ich 1984 in das Stift Geras eingetreten bin. Und jetzt darf ich als Kräuterpfarrer wirken, um vielen die Kraft der Heilpflanzen weiter zu vermitteln. Wenn wir auf unsere Gesundheit schauen, so denken wir an den Magen, dass er gut funktioniert, sind froh, wenn wir keinen Kopfweh haben, wenn die Gelenke nicht schmerzen und wenn die Lunge ganz normal atmet. Aber wir wissen, dass das nicht alles zur Gesundheit dazugehört, sondern damit wir uns wohlfühlen, muss es uns auch am Herzen, an der Seele gut gehen. Leib und Seele gehören eben zusammen. Und wir brauchen in unserem Leben vor allem eines, gute Begleiter. Und so möchte ich in regelmäßigen Abständen Sie, die Sie das sehen und die Botschaften empfangen, begleiten, Ihnen Mut machen, Sie aufrichten, wenn es Ihnen schlecht geht, bei Ihnen sein, wenn Sie allein sind und eben mit Ihnen auf die Natur schauen, um sich von den Pflanzen das eine oder andere abzusehen. Ich freue mich schon, mit Ihnen unterwegs sein zu dürfen.